Hallo, liebe Handarbeiterin und Helfer und Helferin der Klinikaktion der Schmetterlingskinder. Heute gibt es wieder ein Videotutorial und zwar haben wir vor einiger Zeit mal ein paar Erinnerungsstücke und Sackbeigaben bekommen, die auch aus dieser Filzwolle gebunden sind, die wir auch für die Engel nehmen, für unsere Filzengel. Und zwar handelt es sich da um aus Filz konstruierte, gebastelte Schmetterlinge und das ist wirklich noch einfacher als die Filzengel und sieht ganz toll aus und kommt bei den Kliniken auch ganz toll an, weil es auch so was Weiches, Fluffiges ist und natürlich auch sehr, sehr gut zum Thema passt, Schmetterling. Ihr braucht dazu wieder Filzwolle, diese kadiert gebleichte Alpenwolle von www.wolle-traub.com. In der Infobox unten seht ihr jetzt auch nochmal die genaue URL zu dem Shop. Diese fluffige Wolle hier, im Prinzip diese, die so ein bisschen diese U-behandelte, kadierte und gebleichte im Strang Alpenwolle. Also nicht, auch genauso wie bei den Engeln, nicht diese Bastel- oder Filzwolle aus den meisten Bastelgeschäften von Idee oder sonst wo kaufen, weil das ist meistens irgend so ein Polyacrylzeug und damit wird der Schmetterling wahrscheinlich noch weniger funktionieren als der Filzengel, weil wir da wirklich dieses fluffige, weiche brauchen und die Möglichkeit, sowas ganz, ganz fluffig zu formen. Und ich switche jetzt mal um und dann zeige ich euch, wie man diesen Schmetterling ganz einfach und schnell mit wenigen Materialien herstellen kann als Sackbeigabe. So, ihr Lieben, hier noch einmal, was ihr braucht. Ihr braucht zum einen einen Wollfaden, der sollte nicht zu dünn sein. Natürlich braucht ihr auch eine Schere. Und dann braucht ihr natürlich diese Märchenwolle in mehreren Farben. Die Bezugsquelle findet ihr, wie gesagt, in der Infobox. Und ihr beginnt damit, dass ihr euch jetzt erst einmal zwei Farben heraussucht und zwei Stränge nehmt. Und von jedem Strang einen nicht zu breiten und nicht zu schmalen Strang, also vielleicht so 4 bis 5, 6 cm abtrennt. Von der Länge her sollte der ungefähr einer guten Fingerlänge etwas mehr entsprechen. Wichtig ist, dass ihr bei Märchenwolle nie schneidet, sondern immer nur abreißt oder abzupft. Das kann manchmal ein bisschen hartnäckig sein, aber das ist nicht schlimm. Einfach zupfen, einfach raustrennen. Wenn sich die Märchenwolle dann so ein bisschen verwirrt und verknoddelt dabei, ist das nicht schlimm. Die kann man da wirklich ganz einfach dann wieder zurechtzupfen danach. Wie gesagt, noch eine andere Farbe nehmen und da eine ungefähr gleich breite und gleich lange Menge abtrennen. Ihr könnt auch ruhig einen Strang etwas breiter machen als den anderen, denn der eine gibt ja euren oberen Flügel und der andere euren unteren Flügel des Schmetterlings. Jetzt beginnt ihr mit dem Modellieren. Und zwar solltet ihr erstmal damit anfangen, das Ganze wieder glatt zu streichen, dass vom Rupfen einfach die Folgen nicht mehr zu sehen sind. Und dann nehmt ihr die Mitte dieses Stranges von der Länge her gesehen und fangt das an, so ein bisschen zwischen den Fingern zu twirlen, zu twisten, damit es ein bisschen schmäler wird. Und dann an den Enden so ein bisschen zu twisten, dass es so ein bisschen zusammengeht und so eine leichte Flügelform geschaffen ist. Das macht ihr natürlich mit beiden Strängen. Und dann legt ihr die Stränge übereinander, sodass diese beiden mittleren Verengungen, die ihr durch das Twisten geschaffen habt, genau übereinander legen. Jetzt müsst ihr entscheiden, was ist mein oberer und was ist mein unterer Flügel. In diesem Fall ist jetzt der gelbe der obere Flügel. Jetzt nehmt ihr den Bindefaden, also die Wolle, und bindet das damit zusammen und achtet bitte darauf, dass der Knoten dann oben auf eurem oberen Flügelbereich liegt, denn die überstehenden Enden sollen dann die Fühler darstellen eures Schmetterlings später. Ja, dann habt ihr im Prinzip den Hauptteil schon geschafft. Jetzt geht's an die Feinarbeit. Jetzt fangt ihr an, die Flügel zu modellieren, also ein bisschen auseinanderzupfen, ein bisschen runder machen, ein bisschen auch an den Enden, so ein bisschen twisten wieder, dass es so ein bisschen spitzer wird. Das jetzt an den oberen Flügeln. Und was dann wichtig ist, wenn ihr zu den unteren Flügeln übergeht, ist, dass ihr diese Stelle, an der beide Flügel jetzt aufeinandertreffen, so ein bisschen überlappend legt, also ein bisschen übereinander legt und so ein bisschen reibt einfach mit beiden Daumen und Zeigefingern. Damit verbindet ihr diese feinen Fasern miteinander und dann steht das auch nicht mehr so auseinander, wirkt nicht mehr wie ein X, sondern ist dann wirklich so ein bisschen zusammen. Dann macht ihr da auch wieder dieselbe Feinarbeit wie oben. Wenn mal ein bisschen was raussteht aus so einem Strang, ist das auch nicht schlimm. Da könnt ihr auch immer noch zupfen. Die Märchenwolle ist da wirklich relativ dankbar und verzeiht da relativ viel. Damit ist eigentlich auch schon fast alles gemacht. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eines zu tun, die Fühler nämlich zu formen, indem ihr den Faden oben abschneidet, nicht zu weit
oben, sondern schon, dass die Fühler ein bisschen kurz sind. Ihr könntet da jetzt auch noch kleine Perlen dran machen oder einen Knoten, um diese Fühler noch ein bisschen mehr anzudeuten. Das müsst ihr aber nicht, das geht auch so. Und hier zeige ich euch jetzt einfach noch einmal ein paar Beispiele von anderen gebastelten Engeln, Schmetterlingen. Ihr habt da also in Farbe und Form wirklich sehr viele Möglichkeiten, wie ihr seht. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen und ihr habt so ein bisschen eine Anregung dadurch bekommen. Und wie gesagt, diese Filz, diese aus dieser ganz bestimmten Filz, Alpenwolle, Märchenwolle nennt sich das ja auch, hergestellten Engel, aber auch diese Schmetterlinge, die kommen einfach super gut an, weil sie halt sowas Weiches, sowas Fluffiges, sowas ganz Sanftes irgendwie darstellen. Und das ist natürlich für unser Thema einfach eine super gute Assoziation, die dazu passt und einfach Themen verwandt und einfach vom Thema her unheimlich passend zu dem, worum es geht. Vielleicht habt ihr ja auch mal Lust bekommen, das nachzubasteln, und ihr könnt da wirklich alle Farben nehmen, die ihr wollt, und die ein bisschen größer machen, ein bisschen kleiner machen, den Faden sicherlich auch mal austauschen, vielleicht auch mal auf die Fühler ein paar kleine Perlchen auffädeln und so weiter und so fort. Ich freue mich schon auf eure ersten Exemplare, und wenn ihr irgendwie Fragen oder Anregungen oder weitere Ideen zu dieser Anleitung habt oder zu diesem Modell habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer an uns richten unter info@klinikaktion.de. Und die Anleitung für dieses gebastelte Schmetterlingchen wird auch in den nächsten Tagen online gehen, wenn nicht sogar schon heute. Gut, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Gute und viel Spaß beim Nachbasteln.